Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder mein monatliches Full-Face-Beauty-Boxen für dich am Start. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Monat sind richtig viele Sachen bei mir eingetroffen, sodass ich eigentlich nur Concealer, Bronzer, Augenbrauenfarbe und Eyeliner ergänzen musste. Alles andere war in Boxen vertreten. Richtig krass. Und ich mache das immer ganz gerne, dass ich mich halt am Ende des Monats nochmal hinsetze und mich mit allen Produkten, die in den Beautyboxen drin waren, schminke mit euch zusammen, um zu schauen, wie gut die wirklich waren. Und ja, die Pinsel, die ich verwenden werde, sind hier von Colourpop. Die habe ich mir mitbestellt, als ich diese Colourpop Mystery Box bestellt habe. Ein Primer brauche ich heute eigentlich nicht, weil ich habe schon recht viel Pflege und Creme und Pflegecreme und Sonnenschutz in meinem Gesicht. Dementsprechend brauche ich da nicht noch eine Schicht drauf haben. Das Ganze ist aber auch schon recht gut eingezogen. Denn das Produkt, was ich jetzt tatsächlich als erstes verwenden werde, habe ich schon mal mit euch verwendet. Und da hat es mir nicht so gut gefallen. Bin aber mittlerweile so ein bisschen bräuner geworden. Also ja, es fällt keinem auf, außer mir wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist es dieses hier von Madara. Lichtschutz Faktor 30, Plant Stem Cell Age Defying Face Sunscreen. Lichtschutz Faktor 30. Du wirst dir das niemals so dick drauf machen, dass du Lichtschutz Faktor 30 erreichst. Ne? Ich habe mich hier auch immer aufgeschrieben, wo ich das her habe. Und das hier kam aus der Bliss 7 Box. Da nehme ich mir einen Pinsel, der war auch in der Colourpop Mystery Box drin enthalten. So ein Bufferpinsel. Und verteile das in meinem Gesicht. Ja, man sieht jetzt wirklich, dass ich ein bisschen bräuner geworden bin, weil jetzt passt die Farbe tatsächlich. Ist das nicht krass? Das letzte Mal, als ich die aufgetragen habe, vor einem Monat oder zwei, war das noch viel zu dunkel. Ne? Das ist echt heftig. Ich meine, es ist ein super leichtes Produkt. Du siehst ja fast gar keine Tönung im Gesicht. Aber ein bisschen Tönung sehe ich schon. Das finde ich auch ganz angenehm, dieses ganz dezent leichte, ne? Wenn man es dann halt richtig ausblendet und nicht einfach so einen Klecks stehen lässt. Nö, finde ich echt vollkommen in Ordnung. Falls ihr übrigens Lust habt, Merch zu kaufen von mir, naja, es ist ja nicht wirklich Merch, ne? Ich wurde jetzt tatsächlich in letzter Zeit öfters angefragt. Ich habe hier meine Sammy-Tasse und die findet ihr ja auch im Pelletier Verlag. Da habe ich ja mein Buch Sammy endlich ankommen, was man dort finden kann. Und da gibt es auch zwei Tassen. Also wer möchte, kann sich das gerne gönnen. Die Lieblingstasse von meinem Freund ist tatsächlich die Tasse, wo ja, Sammy und ich drauf zu sehen sind. Und meine Lieblingstasse ist Sammys Pfotentasse. Ich liebe es einfach. Und ja, ja, es kommt sehr bald. Sehr, sehr bald. Sehr, sehr bald. Ein weiteres Buch von mir raus. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann ankommen wird. So ein bisschen Concealer trage ich mir auf. Dann nehme ich jetzt einen, den ich aktuell in meinem Schminke drin habe. Ja, es ist jetzt echt mal eine leichte Base. Und jetzt verwende ich hier einfach von Bilou so ein Lippenöl. Das hatten wir in der Glossy Box drin gehabt. Die Verpackung brauche ich ja auch nicht mehr. Und das schaut einmal so aus. Ich finde, das ist eine schöne Verpackung, ne? Und ich gebe mir immer gerne so ein pflegendes Lippenöl auf, wenn ich gerade am Schminken bin. Und das ist mit so einem Roller. Also auch ideal für unterwegs. Oh, das ist echt süß. Oh, lecker. Mm. Oh. Kennt ihr diese roten Lutscher von damals? Oh, mega. Also schmeckt das auch. Oh. Mm. Mm. Ich mag das gerne. Nicht jeder mag dieses Süße, ne? So, dann hatte ich jetzt in der Look Fantastic Beauty Box eigentlich von By Terry dieses Hyaluronic Hydra Powder in diesem weißen Ton oder Colorless. Aber ich weiß ganz genau, dass mir das zu weiß ist. Denn ich hatte das schon mal aussortiert, weil mir das zu weiß war. Deswegen lasse ich das zu und werde das demnächst mal verlosen. Ich nehme dann einfach das, was ich da habe. Das habe ich nämlich in der Farbe 1 Rosy Light. Das ist meine Farbe tatsächlich. Habe ich irgendwann mal im Trash, glaube ich, bekommen. Das habe ich mir bestimmt nicht selber gekauft. Oder es war im Adventskalender, aber ich glaube nicht, dass ich mir das selber gekauft habe, Leute. Ja, ich nehme jetzt mal diesen großen Fluffel von Colourpop und es ist ein loses Puder, ne? Und das ist ja, blöd gelagert von mir tatsächlich. Also Asche auf mein Haupt tatsächlich. Ich nehme ein bisschen was in meinen Pinsel, arbeite das im Deckel in den Pinsel ein, damit das dann auch ein bisschen feiner wird und dann kommt das druff, druff, druff. So, ich habe mich jetzt wirklich leicht nur abgepudert, weil es gibt nicht viel zu setten, Leute. Ne? Ich wollte halt einfach nur so ein bisschen diese Smoothiness in mein Gesicht reinbringen. Und ich finde das einfach in dieser Farbe für mich sehr passend, weil ich ja so einen kühlen, neutralen Hautunterton habe. Und deswegen, ja, eher so was Rosanes. Bronzer hatte ich jetzt nicht irgendwo mit drin, deswegen nehme ich auch den, den ich aktuell verwende. Hatice Schmidt Labs in der Farbe Light.
Alle Produkte sind sowieso in der Infobox verlinkt, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Auch hier wieder zartes Produkt, nicht allzu sehr übertrieben, das finde ich einfach gerade sehr passend. Ich hatte in der, ja, für mich letzten Pinkbox, schaut gerne mal beim Video vorbei, da erzähle ich euch auch ein bisschen was. Eine Palette von Sophia und Mabey mit drin, das ist diese hier. Alle, die sie ausgepackt haben, haben gesagt, oh cool, aber das sieht irgendwie ein bisschen dunkel aus. Was ich jetzt per se nicht schlimm finde, ne? Da kann man ja einfach mal mit spielen und gucken, inwiefern man die aufgetragen bekommt. Ich kriege sie nur gerade nicht geöffnet. Ich hatte sie eben schon auf. Was ist da los? Au! Das war jetzt aber zickig, du. Da hat sich wohl die Folie ein bisschen zwischengeklemmt. Der Blushton sieht wirklich schön aus. Der Highlighterton sieht wirklich ein Müh dunkel aus. Wir probieren das Ganze aber mal. Ich habe jetzt hier einfach einen Pinsel, immer noch den gleichen wie für Puder und Bronzer. Gehe jetzt mal in den Blush rein und trage mir den auf. Ja, schon etwas dunkler, also für mich eher ein Herbstton, ne? Ja, das sieht wirklich aus, als hätte ich jetzt ein bisschen länger in der Sonne gelegen und als wäre mir warm geworden. Also so richtig rote, gesunde Wangen. Finde ich süß. Genau, den Highlighter, der ist gold, probiere ich trotzdem mal ein bisschen aus. Da hatte ich in der Vegan Beauty Basket diesen Highlighter-Pinsel von Barbara Hoffmann mit drin. Den versuche ich jetzt mal zu nehmen. Ich nehme nicht super viel auf, ne? Ich habe jetzt nur ein bisschen aufgenommen, einfach um es mal auszutesten. Ja, wenn man es so leicht macht, geht es klar. Ist halt eher gülden. Also es würde zum Beispiel zu meinem Kleid passen, ne? Aber das Kleid ziehe ich heute Abend nicht an, weil das einfach viel zu kurz ist. Dadurch, dass Bauch ist halt groß, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Ich muss das kurz ein bisschen runterziehen, wenn ich jetzt aufstehe. Weil der Bauch zieht es halt hoch, ne? Das ist so richtig ein Kleid. Hallo, ich möchte diesen Bauch jetzt einfach mal betonen. Und ja, das ist einfach viel zu kurz, um das jetzt irgendwie, das ziehe ich nicht draußen an. Nee. Ja, genau. Ich muss mal gucken. Irgendwas auch mit Gelb oder so wäre, glaube ich, heute Abend dann auch nicht verkehrt, ne? Weil dann passt das auf jeden Fall. Ist aber ein schöner Highlighter. Würde ich aber wirklich nur im Sommer verwenden. Ich möchte jetzt aber ebenfalls aus der Vegan Beauty Basket mal diesen Boho Green Make-up Highlighter verwenden, der ja mir kaputt gegangen ist. 03 Stardust ist das. Der ist auf der Haut aber nicht so dunkel. Und sehr, sehr dezent. Also da ist ja kaum was von, ne? Eigentlich so gar nicht. Also sehr schwach. Sehr schwach. Zu schwach. Definitiv zu schwach. Diesen Pinsel von Spectrum, den wir in der Glossybox Summerbag drin hatten, möchte ich aber jetzt auch verwenden. Die B08. Wunderschön. Denn von Planet Revolution hatten wir auch in der Glossybox Summerbag die Ocean Face Palette drin. Wir müssen mal gucken, was wir davon jetzt verwenden können, weil das ist einfach eine krasse Palette. Ne? Also das mit dem Blush, das wird jetzt nicht harmonisieren. Das mit dem, nennen wir es mal Bronzer, wird nicht harmonisieren. Ich werde mir jetzt den Highlighter gönnen. Ein ganz kleines bisschen nehme ich das auch, wow, das ist einfach nur Glitzer hier auf diesem Pinsel, auf und trage mir den hier einfach mal drüber, um einfach überhaupt irgendwas an Highlighter hier sehen zu können. Und man sieht hier schon ein bisschen mehr. Und es ist auch nicht so glitzerig, wie ich jetzt befürchtet hatte. Wird aber jetzt nicht unbedingt meine Lieblingspalette. Also er hat schon gröberen Glitzer mit dabei, aber ich finde ihn trotzdem schön. Ich finde den hier aber definitiv schöner. Ne? Also der von Sophia und Mabey sieht auf jeden Fall schöner aus als der von Planet Revolution. Naja, aber so haben wir ihn mal ausprobiert. Ich zerfließe hier leider ein bisschen, Leute. Es tut mir ein bisschen leid, aber bei mir ist halt das Glück, dass ich nicht wirklich im Gesicht schwitze. Es ist dann einfach eher so an den anderen Körperregionen, aber die seht ihr ja nicht so wirklich. Deswegen noch so ein bisschen Schluck von meinem nicht mehr ganz so warmen Kaffee. Die Augenbrauen zeichne ich mir jetzt hier mit dem Sleek Eyebrow Stylus. Den hatte ich auch mal irgendwann in der Beautybox drin. Ich mag diesen Augenbrauenstift echt nicht, weil der schmiert ganz schön doll, ne? Sieht man auch. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier ebenfalls von Sophia und Mabey aus der Blissim Deutschland Box dieses Extreme Hold Brow Gel drin gehabt. Und damit werden wir jetzt mal die Augenbrauen fixieren. Hat so einen kleinen süßen Spoolie, mag ich gerne leiden sowas. Und dann kommt das jetzt in die Augenbrauenhärchen rein, um da einfach etwas mehr Volumen zu zaubern. Also es ist okay von der Nässe her. Nicht zu nass, finde ich persönlich. Ja, müssen wir nachher mal schauen, wie da die Standfestigkeit so ist. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen rumgeschmiert, das sieht man, ne? Deswegen nehme ich nochmal den Foundation Buffer und gehe so ein bisschen an den Kanten hier oben entlang.
Ich habe jetzt zwei Lidschattenpaletten von Colourpop, die auch in dieser Mystery Box drin waren, Leute. Es juckt mich wirklich unter den Fingern, die Plush Like Me Palette zu nehmen, aber das ist eher eine Herbstpalette. Das ist keine Palette, die man jetzt verwendet, also ich nicht. Kannst du natürlich jetzt, um sehr natürlichen Look zu schminken, aber hier haben wir sehr bärige Töne drin, Schimmertöne, aber auch matte Töne, die sieht wirklich extrem schön aus. Habe ich auch richtig Bock drauf, aber nicht jetzt. Tatsächlich. Es sei denn, ich würde jetzt nur die Schimmertöne oder so nehmen. Ich möchte eigentlich ganz gerne der On The Mango Palette eine Chance geben. Das ist dieses kleine Quattro und da haben wir vier verschiedene Töne drin. Einen Schimmerton und drei matte Töne. Und damit möchte ich eigentlich gerne jetzt so einen easy peasy schnellen Look schminken. Und das passt natürlich jetzt auch zur Heatwave, die wir gerade haben, ne? Also so eine richtig schöne heiße Palette. Und damit schminke ich jetzt was. Ich hoffe, dass es jetzt kein Fehler war, dass ich jetzt meine Base vorab schon gemacht habe. Ja, wir haben vier Töne hier drin, ne? Einen hellen Schimmerton, einen Gelb-Orangeton, einen knallig-Orangeton und einen bräunlich-dunkel-Orangeton. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Und ich nehme jetzt Maxims Spiegel, einen Blendepinsel, das ist jetzt die E9 von Colourpop, und starte mit dem Gelb-Orangeton. Bin da jetzt ein bisschen reingegangen. Und den platziere ich mir einfach hier außen und blende ihn dann in die Lidfalte. Das hat echt super einfach funktioniert. Ich habe jetzt das easy peasy ausblenden können. Ich habe kein Fallout oder sowas riskiert. Finde ich gut. Dann nehme ich jetzt den rötlichen Orangeton und der ist richtig leuchtend. Den platziere ich mir einfach hier außen. Ach hier, ne? Ich setze den hin. Habe direkt Farbe hier. Und kein Fallout. Also das ist wirklich sehr positiv. Muss man ein bisschen aufpassen, weil das Ganze kann dann natürlich auch aussehen, als hätte man einen aufs Auge bekommen. Ne? Aber ich mache das erstmal genauso. Mit dem Gelb-Orange gehe ich jetzt hier nochmal über die Kante, um das ein bisschen weicher zu machen. Und da einfach einen Übergang zu haben, der easy peasy, soft und lemon squeezy ist. Quasi. Jetzt nehme ich mir so einen sehr kurzen Smudger, die E26, und gehe in den dunkel-orange-bräunlich-Ton und setze mir den an den unteren Wimpernkranz. Hä? Guck mal. Der wirkt jetzt gar nicht so dunkel wie im Pfännchen. Naja, mal gucken. Ich setze den mir auch hier wirklich nur ganz, ganz außen mit dem Blendepinsel auch so rein. Also rein getupft nur, ne? Mir nicht, einfach um noch ein bisschen mehr Tiefe zu schaffen. Und dann ist auch schon hier dieser Lidschattenauftragepinsel am Start, die E18. Und dieser super schöne Schimmerton, der in der Palette mit drin ist, den setze ich mir einfach beginnend in meinem Innenwinkel so, ne? Und dann auf mein komplettes bewegliches Lid drauf. Druff, druff, druff. So mag ich das, ne? Also da habe ich noch ein bisschen Schimmer mit am Start, habe alle vier Töne verwendet. Ja, ein easy peasy, einfacher Look. Ich ziehe mir jetzt mit so einem braunen Eyeliner, einen ganz, ganz zarten Eyeliner. Nur so ein bisschen zur Wimpernkranzverdichtung, dass meine Augen etwas wacher aussehen. Kleiner Schritt, viel Effekt, finde ich immer. Also Eyeliner ist, ich liebe Eyeliner. Das ist irgendwie für mich bei jedem Schminki, was ich mache oder generell, auch wenn ich das ne, so für die Arbeit damals sonst gemacht habe, ein Muss gewesen. Jetzt habe ich was auch von Colourpop? Nee, ja, von Fourth Ray, das ist die Pflegemarke von Colourpop. Ein Duet Hydrating Hyaluronic Mist, das ist dieses hier. Das soll man sich auch über Make-up aufgeben können, also gucken wir mal. Das geht wirklich, das ist sogar super erfrischend. Oh mein Gott, das ist angenehm. Von dem Jahr habe ich mir jetzt dieses Moped geholt. Mhm. Eine Wohltat, ich sag's euch. Also, ja, es gibt ja auch normale Fächer oder hier dieses Ding, das haben mein Freund und ich vor Jahren mal bei Depot gekauft. Also, ne? Jetzt kommen wir zu einem heißen Punkt und zwar zu Mascara. Ich liebe Mascara. Oh. In der My Little Box hatten wir von My Little Beauty die Lash Dance Mascara mit drin. Das ist diese hier. Dann hatte ich in der Colourpop-Geschichte diese Level Up Lengthening Mascara mit dabei. Ja, wo habe ich die beiden jetzt hier? Da habe ich nämlich einmal genau aus der Glossy Box Summerbag Limited Edition die Lift Up Volume von Catrice in Waterproof, was natürlich super jetzt zum Sommer an und für sich passt, ne? Und dann habe ich hier noch eine von Alterra. Die war in der Schön für mich Box mit drin tatsächlich. Sensational Definition Mascara. Das ist diese hier. Ich habe nur zwei Augen. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 4.
Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. Es ist 1. Siehst du wohl. Übrigens, 2 Amazon-Pakete werden heute zugestellt. Heute noch? Das ist natürlich krass. Ja, manchmal kommen die super spät, ne? Dann werden die wahrscheinlich kommen, wenn ich nicht da bin. Egal. Alexa, nenne eine Zahl von 2 bis 4. Hier ist eine Zahl zwischen 2 und 4. Es ist 2. Okay, dann haben wir jetzt hier einmal die My Little Box Mascara und hier die Colourpop Mascara. Die My Little Box Mascara oder vielmehr My Little Beauty Mascara hat ein Gummibürstchen, wo die Borsten wirklich sehr spitz aussehen und die sieht sehr trocken aus. Und die Colourpop Mascara hat ein tannenbaumförmiges Kunstfaserbürstchen und sieht relativ nass aus. Jo. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also für mich hat definitiv die Colourpop Mascara gewonnen. Beide Mascaren sollten tatsächlich einen verlängernden Effekt haben. Und ich finde, dass die Colourpop Mascara, also auf dem Auge, das definitiv erfüllt hat. Die My Little Box Mascara auf dem Auge eher weniger. Ne? Ja, ich habe jetzt normale Wimpern mittlerweile ja wieder, also meine Schweinsaugenwimpern, wie ich sie immer genannt habe. Und da kann man halt einfach sehen, was Mascaren machen mit Wimpern, die halt ganz normal sind und nicht durch ein Wimpernserum irgendwie bearbeitet wurden. Ich werde auf jeden Fall mir jetzt auf dieser Seite noch ein bisschen was aufgeben von der Colourpop Mascara, damit das relativ einheitlich aussieht. Aber ja, also das ist auf jeden Fall eine schöne Mascara, finde ich. Die kann ich auch echt empfehlen, weil du kommst mit dem Bürstchen auch richtig schön nach innen, du patzt da nicht so rum und die trennt die Wimpern schön, verlängert die Wimpern schön. Das macht die hier jetzt leider nicht von der My Little Box. Holla die Waldfee. Also bei den Lippenprodukten haben die Boxen diesen Monat sehr reingehauen. Da habe ich 3 verschiedene von M. Asam. Die waren in dieser M. Asam Wundertüte. Einmal habe ich die Farbe Almond, also Mandel. Dann habe ich die Farbe Rosewood, also Rosenholz. Und Hazelnut Heaven, also Haselnusshimmel. Als nächstes hatte ich in der Glossy Box Summer Bag Lip Color Stick Rouge à Lèvres von Barbour in der Farbe 04 Juicy Red. In der Trend Raider Box hatten wir von Le Papier so ein Lippi drin. Den habe ich aktuell auch als Lippenpflege in Anwendung, den ich ganz gut finde. Hier ist das jetzt in der Farbe Dusty Rose. Und in der My Little Box versteckte sich von hier, The Body Shop, My Choice, der Vinyl Lip Gloss. Das ist dieser hier. Ich weiß gerade nicht, ob die, was jetzt die Farbe ist. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall 6 Stück. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 6. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 6. Es ist 5. 5. Ja, guck. Dann nehmen wir uns mal hier ein Le Papier. Das Praktische hier dran ist halt wirklich, du hast hier kein irgendwie Plastik, ne? Das ist genauso wie bei dem Lippenpflegestift auch, den ich schon habe. Und ja, genau, wenn das halt von der Konsistenz genauso ist, dann feiere ich den auf jeden Fall. Du kannst hier dann nämlich immer, also das ist halt wirklich produktdurchgängig bis unten dran, ne? Und immer wenn du dann das oben aufgebraucht hast, kannst du hier ein Stückchen an dem Bändchen ziehen und dann rollst du das so hoch oder ja, rollst es quasi ab, dass du das Papier ab. Also das ist ganz, ganz aufregend. So sieht die Farbe aus. Sehr dunkel, aber sehr passend. Also für mich ist es jetzt nicht unbedingt ein Dusty Rose Ton. Das ist eher so ein nudiger Ton, aber ich mag den gerne leiden. Also das, was halt hier irgendwie abgebildet ist, entspricht dem auf meinen Lippen jetzt so gar nicht. Ne? Da hätte man jetzt eher so mit so einem Rosenholzton gerechnet. Aber das ist nicht schlimm, weil der Ton gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also, ne? Genau. Mag ich. Ließ sich super einfach auftragen. Fühlt sich toll auf den Lippen an, als wäre das einfach nur ein cremiges Produkt, was einfach so Lippenpflege wäre. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Nicht so matt oder so. Und dadurch, dass du halt diese Form hast, wie du sie hier halt hast, ne, hast du sowieso so eine kleine Spitze auch mit dabei, sodass du keinen Lip Liner oder so brauchst. Ich finde den klasse. Für mich ein ganz tolles Produkt. Dann habe ich jetzt noch von Juniper Lane in der Glossy Box Summer Bag drin gehabt, das Moonflower Parfum. Und das hatte ich schon da. Ich mag das sehr gerne leiden. Das ist ein toller Claudi-Duft. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mache ich mir jetzt mal drauf. Hier, komm raus. Ah, so, doller drücken. Ja, ich mache das auch in meine Haare. Und ich reife auch jeder so, wie er will. Ne? Wir sind alles erwachsene Leute und ich nehme da auch gerne ein bisschen mehr von, weil der sehr gut riecht.
Ist halt ein schöner, pudriger, nein, nicht ganz pudrig, nee, das ist Quatsch. Eher so fruchtig. Hat was von Ahoi-Brause tatsächlich. Blumig. Fruchtig, blumig, Ahoi-Brause. Ja, so kann man ihn beschreiben. Ich mag den gerne leiden. Es ist für mich ein toller Duft, den ich gerne jetzt so im Sommer trage, weil der nicht so aufdringlich ist. Der ist sehr leicht und ich glaube, wenn man damit irgendwo sitzt, ist man nicht aufdringlich oder so, ne? Ihr Lieben, das war jetzt hier mein Fullface Beauty Boxen aus dem Monat Juli. Und ich finde, dass wir hier in den Boxen echt coole Produkte mal wieder drin hatten, ne? Also ich habe das wirklich hart gefeiert. Die Planet Revolution Palette wird vielleicht weiter wandern. Bei dem Augenbrauengel, das wird auch weiter wandern, weil das leider gar nicht irgendwas hält. Ich bin sehr überrascht von der Lidschattenpalette, die finde ich richtig toll. Ansonsten, ne? Also ich finde, so kann ich definitiv gleich das Haus verlassen. Ich finde es einfach großartig, sowas feiere ich immer. Und ja, ich fühle mich wohl. Schreibt mir gerne mal, was euer Lieblingsprodukt dann diesen Monat war oder im Juli war von den Produkten, die in den Beautyboxen drin enthalten waren. Und ja, dann war es das auch hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ihr wisst Bescheid. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!